Einen wunderschönen guten Tag, seid gegrüßt. Heute wieder mit besserer Stimme. Nicht mehr so heiser wie als Wochenende, wie vergangenes Wochenende. Und wir spielen weiter mit You. Und kämpfen oder ärgern uns weiter mit Lasern rum. So. Kann man hier was machen? Ja. Und zwar mit Rot. Zack, 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 zack. Ja. Alles klar. Warum auch nicht? Okay. Ich war da jetzt schnell genug. Mann. Gott, ist das Ding schnell. Nein. Die Idee war gut, aber... Na gut, probieren wir es nochmal. Ich sehe den Frustpegel. So. Alles wieder gut. Rot haben wir wieder. Mann. Ich habe keine Ahnung. Los geht's. Okay, hinten ist dann rosa. Okay. Könnte man hinkriegen. Also los. Rennen, rennen, rennen. Blau ist aus. Ich könnte eigentlich auch oben lang laufen. So. Das geht doch auch. Ich muss aber ganz jetzt nach unten. Ich sehe es schon kommen. Da hinten ist eine Tür. Was ist denn dann hier? Grün. Das, was wir nicht haben. Na gut. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Zack. Zack. Jetzt holen wir Rot. Oh, das war ja gar nicht so doof von mir. Bisschen bin ich stolz. So, neue Farbe. Grün. Endlich. Schaut mal, der verschwindet jetzt aus dem Bild. Ich darf loslaufen. Ich muss diese ganzen Treppen laufen. Und der ist doch nie so schnell da oben. Ach, der ist auch generell weg. Gut. Wir haben Grün. Coole Sache. Damit ist unser Farbeimer komplett. So, und jetzt gucke ich mal. Hellgrünes Licht, sehr gut. Gucken wir mal auf die Karte da unten. Sind die Flaschen. Also theoretisch kommen wir jetzt weiter. Zack. Schupp. Neuer Raum. So, wieder ein Brief. I could see a colored image of the sun. Aqua. Purple.
orange, pink, red, blue, yellow and green. Great fireworks played out across the backdrop to my reality. Was I dreaming? Was I alive? My senses dulled from a lifetime of monotone, struggled with the revelation. Time eased. Colors danced in slow motion, like Pollock painting a ballet on the moon. I removed the ring and time slipped back to normal. Color dissolved into gray. It was overwhelming. But what followed affected me the most. After seeing in color for the first time, when everything returned to normal, I could remember in color. I had never before had a colored memory. Also wenn man dir so, der Mutti so zuhört, könnte sie auch auf Drogen sein. Na gut. Ich bin jetzt hier schon mal die Treppen hochgestiefelt, das habt ihr gesehen. Und mal gucken, wo es jetzt hingeht. Ich finde das für den Schlüssel so schwierig. Ne, das schaffe ich nie. Grün. Ich weiß, ich muss da wieder hinter. Orange. Hellblau. Ist was falsch, rosa? Ach, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Warum gab es denn das bei den anderen nicht? Oh, dunkelblau. Nehmen wir den hellblau. Und dann geht's. Und dann kommen wir auch rein. Sehr gut. Also da brauche ich eh wieder einen Schlüssel. Und diese Kisten brauche ich auch. Was passiert, wenn ich jetzt hier schalte? Ist aus. Ich bin gespannt, was jetzt gleich kommt. So, theoretisch kann der jetzt hier nicht durch, der Strahl. So. Ach, der Strahl muss ganz runterkommen. Probieren wir mal ein bisschen was aus. Wenn ich jetzt... Nee, geht nicht. Dann ist ja das weg. Ach, ich weiß, wie ich es machen könnte. Ich weiß, wie ich es machen könnte. Machen wir nochmal aus. Das Gelb hat ja eine Bewandtnis. Zack. Wenn ich den hier in die Mitte schiebe,
kannst mich ja theoretisch nicht so treffen. Ja. Zack. Zack. Den machen wir da ein. Jetzt machen wir mal das. Dann geht er nämlich durch. Und dann komme ich nämlich hier drüber. Jetzt schaltet man das Gelbe aus. Ach, war ja gar nicht so schwer. Stunden später. So, gut, wie geht's hier weiter? Ich glaube, der Balken dort, der ist wichtig. Dann nehmen wir den einfach mal mit. Weil der schützt mich. Das war knapp. Das war knapp. So, jetzt müssen wir wieder auf den Balken warten. Sehr gut. Zack. Jetzt schalten wir das erstmal. Ach, dann schalten wir das auch aus. Okay. Dann nehmen wir das hier mit. Oh, ich komme nicht ran. Ach, das ist doch. Ach, zum Mäusemelken. Warte. Ich muss es hier drüben wieder ausschalten. So. Haben wir ja gesehen, so funktioniert es ja. Dann nehmen wir den jetzt hier mit. Zack. 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 Schlüssel geholt. Nehmen wir die Kiste wieder mit. Hier rüber. Halten die Laser wieder an. Schalten es wieder aus. Gehen hier drauf, darauf und kommen durch die Tür. Okay. Ich glaube, wenn ich da runterfalle, komme ich nicht weit. Da ist rot. Da ist blau. Da ist eine Tür. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch. Nicht ganz geschafft. Vorsicht. Nicht, dass ich hier noch reinfalle. Ich schalte mal das Blau hier ein bisschen aus. Nein. Ach, wie ärgerlich. Das war jetzt aber nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ach, super. Erstmal Laser ausschalten. So, jetzt habe ich natürlich die Kiste komplett verbummelt. Passiert, wenn ich das hier hinwerfe. Gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen.
doof. Warum komme ich hier nicht durch? Kam da eben nicht noch durch. Jetzt. Ging gerade nicht. So, jetzt müssen wir die Laser wieder einschalten. Na. Nicht durch. So, und dann gucken wir, dass wir hier mit Gelb. Dann geht das hier nämlich durch. So, da haben wir schon mal einen Schlüssel und jetzt muss man irgendwie hier rüberkommen. Jetzt könnte mir die Kiste helfen. Genau so habe ich mir das gedacht. Alles klar. Ja. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal wieder einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir Yu weiter quälen. Und dann gucken wir mal, da geht es zum Leuchtturm, da geht es nochmal richtig rein, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Bis dann.